1, 2, 3, 4. Smallest.
hard but it freezes inside. Don't be afraid, it's the day of your birth. Guten Tag. Wir wollten mal wieder eine kleine Zusammenfassung machen. Sind wir nach Westport gefahren und auf dem Weg dorthin haben wir am Buller River angehalten und es ist ans größten, mächtigsten, massivsten Fluss und da gibt es den heimlichen, der beste Jetboat Ride, Jetboat-Fahrt in Neuseeland. Mit Mark Allen. Mark Allen. Wir grüßen dich hiermit. Hi Mark. Und haben eine atemberaubende Jetboat-Fahrt hinter uns gebracht, weil gerade ein Guide eingelernt wurde an der Zipline, durften wir auch noch kostenlos alles ausprobieren. Die war ja noch nicht freigegeben. Die mussten gerade noch so ein bisschen Guide war neu und die war noch nicht freigegeben. Aber wir sollen uns keine Sorgen machen. West Coast, eigentlich sagen wir nicht viel. Kleines Highlight zwischendurch natürlich noch die Gletscher. Haben wir uns beide angeguckt, zu Fuß. Und uns haben uns dann doch noch spontan für eine Besichtigung von oben im Helikopter entschieden. Das war echt der Hammer. Und dann landet man auch schon am wunderschönen Lake Wanaka. Liegt einfach sehr idyllisch. Wir haben da auch unsere kleine Mittagspause eingelegt. Und dann geht's auch direkt schon weiter über eine kleine Seitenstraße zum Lake Hevea. Wir wollten dann eigentlich erst am Wanaka zelten, da war dann zu. Dann wollten wir am Hevea zelten, der war dann zu. Warum war der zu? Weil da die Kühe und die Lämmer gerade ihre Wurfzeit hatten. Also Kalben und Lämmern. Da habe ich mir auch fast noch ein Schaf mitgenommen. Ja, weswegen wir dann einfach noch weitergefahren sind direkt nach Wanaka, dem Ort. Und dann haben wir dort übernachtet. Nachts hat es gestürmt. Wir hatten per Hand unsere Wäsche ein bisschen gewaschen. Die hat man dann auch draußen aufgehängt. Aber na gut, der Regen hat es dann halt nochmal schön durchgewaschen. Aber mittlerweile ist es trocken. Genau. Dann ging es weiter nach Queenstown.